Gehen wir mal kurz in die Video-Settings rein. Nee. Oh Gott. Also 1080. Motion Blur lassen wir mal aus. Sounds sind da. Ja, sehr gut. Das ist... Boah. Auf meinem Ohren ist das ziemlich laut. Ich mach das mal aus. Okay, dann starten wir mal ein neues Spiel. Ja. Nee. Ich habe schon drauf geachtet. Also, ich kann das Spiel nur in Full HD machen. Aber ich glaube, das sieht auch ganz gut aus. Das sieht auch okay aus. Oh Mann. Mir ist die Maus ticken zu schnell. Ja, besser. Okay, der speichert das Spiel automatisch. Also hier sind wir jetzt auch, das ist ein thailändisches Horrorspiel. Nur zur Info. Was ist das? Rotate. Spacebar. Description. This Thai amulet was made by Somdey To of Wat Rakang Pusitaram. It is part of a set of 5 amulets known as Benja Paki. Is said to be the greatest amulet of all time and is nicknamed as the Emperor Buddha amulets, also known as Lucky Amulets. Ein Lucky Amulet. Okay. Naja, warum nicht? Ja, lass mich. Es muss halt viel gespeichert werden. Speichern ist wichtig. Ich meine, habt ihr ja auch bei Black Mesa sicherlich gesehen. A note saying I'm going to buy a drink. Be right back. Na gut. Er ist dann gleich wieder da. Cool. Die Tür ist zu. Gott, ich muss mit der Maus drücken und ziehen. Ist ja auch eklig. Okay, die Tür ist zu. Was kann... ich glaube, wir sollten uns alle langsam die Windel anziehen. Oh, nee, halt, warte. Das war keine Windel. Ich meine natürlich das hier. Ich glaube, es geht los. Ein Zeitungsausschnitt. Description. A newspaper article saying 5 people brutally murdered in horrifying tragedy. Tragedy. So. Okay, ist ja nicht. Nein. Das ist untypisch für. Ja. Okay, ja, ist okay. Ich bin hier auf Klo. Lass mich in Ruhe, scheiße, Mann. Ja, hat was von Alma, ne? Ist gerade der Wasserhahn aufgegangen? Nein. Oh, die Tür, natürlich. Hallo? Da jetzt bin ich doch fast erschreckt vom Donner. Wer lacht dort so dreckig? Ey, lass die Tür auf, ich will raus. Find out where the voice is coming from. Ich hab keine Taschenlampe, nur so zur Info. Okay, die Tür geht nicht auf. Ich habe auch keine Taschenlampe gesehen, ne? Oder? Habt ihr eine Taschenlampe gesehen? Ich frag lieber mal nach. Ja, die Tür ist auch gleich zugegangen. Boah, Leute, ich bin jetzt schon völlig angespannt. Okay. Ich kann auch nicht laufen. Und die Lache ist echt creepy. Ein Zettel. Ein Brief. Okay. Scheint auch kein Brief drin zu sein. Boah, Alter, Leute. Ah! Hör doch auf!
Okay, was macht denn jetzt der Rollstuhl hier? Ich kann wirklich nicht laufen. Meine Güte, mir geht der Typ ein bisschen zu langsam. Wir sind ein Typ, ne? Ja, sieht nach einem Typ aus. Nice guy. Oh Mann. Was? Was? Nein, 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 lass mich in den Fahrstuhl. Boah, irgendwas ist da an den Türen oder im Dunkeln oder so. Ich höre das nicht. Ich sehe das nicht. Ich höre es natürlich. Los, geh rein da jetzt. Ja, hallo? Ja, oh, weg. Boah, das geht ja schon gut los hier. Absolut safe. Der sieht überhaupt nicht safe aus, der Fahrstuhl. Okay. Also dunkel oder halbdunkel? Ich gehe ins Halbdunkle. Also richtig hell sind die Lampen auch nicht, ne? Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt einigermaßen erkennen. Oh. Dumme Fernseher. Ich dachte, was geht jetzt ab? Okay, verstehe nichts. Okay. Ja, ein Ball. Den man kaum sehen kann. Kann den auch nicht aufheben. Okay, die Tür ist versperrt. Warum befinden wir uns eigentlich im Krankenhaus? Was ist mit uns geschehen, dass wir im Krankenhaus sind? Oh. Er schmeißt hier mit Rollstühlen. Sehr uncool. Also super, dass ihr alles erkennt. Ich habe den Gamma für euch auch extra ein bisschen höher gestellt. Also die Helligkeit, die. Direkt vor mir abgeschlossen. Wie frech. Oh, die Tür ist offen. Ist so. Ah! Okay. Warum sind die denn jetzt? Ah, ja. Was? Was? Nein. Nein. Ah, geh raus, geh raus. Ja, ich renne, ich renne. Okay. Boah. Boah, boah, wer bist du denn? Alter. Was war das denn für ein Fratzengesicht? Oh, ne, ne. Oh. Oh, ich kann hier rein. Okay. Ah. Ah. Was ist hier los? Was geht hier ab? Ich kann nicht aufstehen. Wer bist du? Wer ist das? Das sieht wirklich aus so ein bisschen wie Alma, oder? Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Welcome to Hospital. Ja, danke. Das war nur der Prolog? Ja, super. Araya. Ja, wir sind da. Chapter 1. Marisa. Oh, die alte ging schon gut durch. Aber ich glaube, das wäre ziemlich uncool. Das sieht There were so mir. many stories of ghosts inhabiting this hospital. Okay. Das sieht mir auch wieder sehr nach Because of Hide and those Seek aus. stories, the hospital was forced to close down temporarily. However, there are still some strange rumors coming from people who pass by there. They said they saw mysterious shadows and even heard horrifying screams. Some even said that the local junkies gathered in that place. But that's just what I've heard. The last time I saw Aria was here. Years ago, that day she mysteriously disappeared.
But then the other day I received a message from Aria saying she was at the hospital. That's the reason I'm here tonight. Okay, jetzt spielen wir eine Frau. Jetzt spielen wir Maria. Okay, also ist das mit dem Typen wahrscheinlich vorher passiert. Und dem werden wir dann vielleicht auch dort begegnen. Na, hoffentlich nicht. Aber es geht los. Ah. Ach komm, Strand mit Aria, das hat auch was. Dann hast du den Strand wenigstens für dich alleine. That case did some real damage to this place. Schläft er oder ist er tot? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, beziehungsweise habe ich auch gerade bemerkt, dass die Cutscene von der Grafik her schlechter war als jetzt die Ingame-Grafik hier. Aber ich komme da nicht ran. Schade. Ich weiß nicht, ob der pennt oder tot ist. Sehr uncool. Also es ist ein verlassenes Krankenhaus. Aria wurde zuletzt hier gesehen. Bin mal gespannt. Okay, sieht aber danach aus, als ob hier nichts wäre. Ich bin halt ein bisschen Gamer. Ihr kennt mich ja. Also die meisten zumindest kennen mich. Dass ich gerne echt viel absuche. Ich denke mal, wir den hier weitergehen. Kakerlaken, mein Mittagessen. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Ach so, das Handy. Okay. Ich brauche keine Taschenlampe suchen, Leute. Also, das hat sich dann auch schon mal erledigt. What's the deal with this shrine? Oh Mann, was wurde hier denn für ein Voodoo gemacht? Hm, was? Ach, Gecko. Okay. Seit wann? Was? Lol. Seit wann sind Geckos so laut? Und machen solche Geräusche? Machen Geckos solche Geräusche? Okay. Die Geräusche sind auf jeden Fall nicht einladend. Die Geräuschkulisse ist schon ziemlich cool gemacht hier. Und immer gewittert sind Horrorspielen. Ich meine, es ist euch ja sicherlich auch schon aufgefallen, ne? Wann gibt es denn mal ein Horrorspiel, wo es kein Gewitter gibt? Ich glaube, das wird es nie geben. Oh, ist noch recht linear hier gerade. Oh, wer ist das denn da vorne? Ist das Aria? Who is that? Aria? Is that you? Ach, die sah doch noch gesund aus. Where are you going? Was war das? Echt so die Tür zugeknallt? Stimmt. Aber bei Dead Space gab's halt die anderen Scheißdinger, wenn die... Boah, Alter. Okay, da ist die Alte wieder. Ja, und bei Dead Space kam doch auch immer dieses Walkie-Talkie. Krack, Isaac! Das war doch auch super eklig. Okay, ich komme da nicht durch. Die hat direkt mal die Tür zugeschlossen, die Alte. Was soll denn das? Guck mal, das... You've been acting very strange during high school, especially in our last couple of years.
You had serious problems with your mood swings, and it really pushed people away. I was your only friend at the time. Okay, also war sie anscheinend auch recht einsam in der Schule. Was? Power is needed in order to open this door. Okay, wir müssen hier irgendwo Strom einschalten. Okay, siehst du? Das sind ja Supergänge hier, ey. Ei. Was stand da? Die Toilette. Ja, natürlich. Da verschlägt uns doch immer als allererstes hin. Auf die Toilette. Ach. Also ich finde gerade, ja klar, Jumpscares sind natürlich super geil in Horrorspielen. Aber ich muss auch sagen, dass ich auch sehr die Atmosphäre in diesen Horrorspielen liebe. Also wenn die Atmosphäre, so wie hier jetzt auch oder bei Dead Space, so klaustrophobisch dunkle, enge Gänge im Spiel sind, das finde ich auch echt erdrückend. Und das geht für mich ziemlich auf die Psyche, also muss ich echt sagen. Der Master Key, sehr geil. Okay, dann haben wir den ja schon mal. Alien Isolation, auch super eklig, ja. Okay. Wir müssen... Das hat hier Resident Evil Charme, hä? Wo sind denn die Dinger? Waren die hier irgendwo drauf? Nee, ne? Die habe ich nicht übersehen, oder? Ah, komm ich hier rein? Ach ja, ich habe ja den Masterschlüssel, stimmt. Kann ich die ja alle absuchen? Ah, natürlich. Keine coolen Geräusche. Was ist denn für eine komische Zeitung? A newspaper article saying Dr. Pinich Wettenford, General Director of the Department of Health Service Support, released a statement that Nepean Hospital has to close down temporarily. The reason was the increase of reports saying that section of the hospital where closed electricity had been turned off in a few rooms. The hospital was understaffed and the emergency room was not reaching required health standards. This all combined with the numerous complaints about hygiene problems has led to the decision to close the hospital. Nett. Okay, denn also hier würde ich mich dann definitiv auch nicht operieren lassen, wenn es hier auch noch so krasse hygienische Straftaten sind oder halt hygienische Sachen, die hier nicht vorhanden sind. War da Elektroraum? Nichts getan, ne? So. Natürlich, da. Sowas befindet sich doch. Ah. Ich werde doch bestimmt eine Sicherung auf Toilette finden. Ja, natürlich. Natürlich finden wir eine Sicherung auf Toilette. An old fuse, it looks worn out, but it should still work. Okay, naja, immerhin. Warum auch nicht? Storeroom. Und hier haben wir noch ein Storeroom. Ah, okay, da sind wir doch die... Dich habe ich doch gesehen, dich habe ich doch sofort gesehen. Hm. Was schreit die eigentlich so rum hier, die olle Araya? Zuerst läuft sie von uns weg und jetzt schreit sie hier die ganze Zeit rum. Sehr uncool. Zum Interagieren, vorher, in dem Elektrikraum. Hier? In dem hier?
Warte, ich setze erstmal die Sicherung ein. Jo, das war's. Da brauchte ich die Sicherung, genau. So, jetzt haben wir auch wieder Strom. Oh ne, die Taschenlampe lasse ich trotzdem an. Sehr uncool. Sehr, sehr uncool, das Ganze. Aber ich glaube, ich gehe trotzdem nochmal in den Storeroom hier rein. Oh, ich kann nur ziehen. Einfach nur, um zu gucken, was es hier gibt. Ja, genau, da vorne gibt es nämlich noch einen Zettel. Ist so, dann hat sich das auch wieder gelohnt. Oh, was war das denn? The text of this document is hard to read. It says something about the temporary shutdown of the hospital. Ja gut, aber das haben wir ja eben auch gerade schon aus der Zeitung erfahren. Keine Hygienestandards etc. Okay, dann gucken wir mal, was dort in dem Raum liegt. Und dann können wir ja auch schon durch die Tür durch die Araya gegangen ist. Everything seemed normal during today's patrol. However, I saw Jit near the old building again. I think he is hiding something there. I'm sure he was holding something, but I don't know what. Rama. Patrol, I saw Jit near the old building again. I think he's hiding something there. Er hat irgendwas im alten Bereich des Gebäudes oder im alten Gebäude von diesem Krankenhaus hat dieser Jit anscheinend irgendwas versteckt. Bin mal gespannt. Oh Gott. Genau, wir laufen einfach in die Dunkelheit. Ah. Das sieht nach einem Warteraum aus. Das Gute ist, mit allem erkunde die Flure. Mit allem, mit dem ich hier interagieren kann, das leuchtet, oder? Ich glaube, ich brauche mich hier gar nicht so krass absuchen. Ich glaube, sobald ich mit irgendetwas interagieren kann, dann leuchtet das auch. Das sah man ja auch schon ziemlich aus der Ferne. Das sieht definitiv nicht einladend aus hier. Was? Okay, hier komme ich nicht durch. Die Automaten kann ich auch nicht bedienen. Ich glaube, das möchte ich auch gar nicht trinken, was dort noch im Automaten ist. Marissa. Marissa? Wer ist denn jetzt Marissa? Stand da gerade jemand? Habe ich das nicht mitbekommen oder was? Okay, aber warum heiße ich nicht Mariah? War ich Mariah oder war ich Marissa? Aber warum habe ich denn das gerade gehört? A newspaper article saying, after Nussbaum Hospital was forced to close down for the unforeseeable future, new problems have arisen. All the patients were moved to neighbor hospitals, however, one seems to be missing. A woman has come forward stating that her husband, who had been hospitalized in Nussbaum Hospital for a while, could not be found on any transferred list. If any information, please call local police. Waren wir das, den wir im Prolog gespielt haben? Der Typ, der hier in der Zeitung erwähnt wird? Könnte sein, oder? Okay. Ist zu. Gehe ich mal weiter. Da hinten brennt Licht. Dann steht sie. Seht ihr sie? Okay, hier komme ich nicht durch. Ist sie im Fahrstuhl? Aria, why do you keep running away? Okay, ja. Jetzt habe ich es auch gelesen. Marissa.
Also sie spielt gerne Spiele mit uns hier. Hier komme ich auch nicht durch. Oh, was haben wir hier? Die Sounds sind echt immer komisch. I have this hatred inside me. It's growing stronger each day. I think it started to affect my daily life. People are starting to look at me on the street. I'm so lonely. Would you like to trade places with me? Nee. Also die Plätze will ich nicht unbedingt mit dir tauschen. Wobei, vielleicht zu Halloween. Okay, durch die Tür komme ich nicht durch. Warum ist das jetzt so dunkel da hinten? Ja. Und da geht man natürlich auch sofort durch. Oh, ich wäre direkt weg. Also, ich wäre nicht mal ins Krankenhaus hier reingegangen. Ich wäre ihr nicht mal gefolgt. Ich meine, guck sie dir doch mal an. Die sieht doch nicht mehr gesund aus. Hä? Was war das für eine Lache? Das war gerade eine männliche Lache. Warum stehen hier so viele Kerzen auf den Computern? Wer macht denn sowas? Start the ritual. Was sind wir das? Ich glaube, das waren wir, oder? Wer ist das? Ich kann die Tür auf jeden Fall nicht aufmachen. Hat er da liegen? Ist das eine Leiche? Was macht er da? Keine Ahnung. Ich kann das schlecht erkennen. Creepy Typ. Creepy Typ. Was? Was? WTF? Nein! Nicht sowas! Oh Gott, oh Gott. Ah, ich komme nicht durch. Ah! Okay, kann ich mich auf Klo verstecken? Ich will mich auf Klo verstecken. Ah, nee, okay. Oh nein. Jetzt läuft hier auch noch so ein. Oh Gott, jetzt läuft hier auch noch so ein komischer Psychopath rum. Oh, als ob die Olle nicht schon genug ist. Nein, jetzt haben wir es auch noch mit so einem Typen zu tun, oder was? Ja, natürlich. Zuerst er und jetzt macht Araya auch noch solche schönen Scherze mit uns. Sie ist hier längs gegangen, ne? Ich glaube, ich gehe dann auch mal hier längs. Ja, also der war auf jeden Fall nicht gut auf uns zu sprechen. Also mit dem Messer wollte er garantiert keinen Kuchen für uns aufschneiden oder so. Sind wir von hier gekommen? Nee, ne? Nee. Okay. Kommen wir hier? Das ist ein Fahrstuhl. Kann ich den drücken? Ich habe auch keine Karte oder so, ne? Boah. Ich bin völlig aufgeschmissen. Ohne Scheiß. Okay, Alter!